Hörerinnen, kämmen Sie sich. Wenn Sie einen Bart haben, rasieren Sie sich ihn ab, waschen Sie sich die Hände und setzen Sie sich. Ihnen, oh Hörerinnen unserer Werke, sind diese Töne zugeeignet. Kleine Rauchwölkchen umwehen Ihren Kopf, mit Ihren Füßen streicheln Sie den Kater und in den Händen halten Sie einen kleinen Messingvogel. Halt! Nicht so eilig, Hörer! Verziehen Sie nicht gleich die Lippen zu einem Lächeln auf Ihrem unverschämten Gesicht und springen Sie nicht gleich vor uns zur Seite. Thank you.
Thank you.
Ein Mensch legte sich als Gläubiger schlafen und erwachte als Ungläubiger. Zum Glück stand im Zimmer dieses Menschen eine Medizinalwaage und der Mensch hatte die Gewohnheit, sich jeden Tag morgens und abends zu wiegen.
Und so hatte der Mensch beim Wiegen am Abend zuvor erfahren, dass er 4 Pud und 21 Pfund wog. Am anderen Tage aber, als Ungläubiger aufgestanden, wog der Mensch sich erneut und erfuhr, dass er nur mehr 4 Pud und 13 Pfund wog. Also, sagte sich der Mensch, wog mein Glauben annähernd 8 Pfund. Thank you.
An der Kähmauer unseres Flusses hatte sich eine sehr große Menschenmenge gesammelt. In den Fluss gefallen war der Regimentskommandeur Sepunow. Er verschluckte sich in einem Fort, sprang bis zum Bauch aus dem Wasser, schrie und versank wieder im Wasser. Er schlug mit den Armen nach allen Seiten und schrie wieder um Hilfe. Die Menge stand am Ufer und schaute mit finsterer Miene zu. »Er geht unter«, sagte Kusma. »Klar geht er unter«, bestätigte ein Mann mit einer Schirmmütze. Und tatsächlich, der Regimentskommandeur ging unter. Thank you.
Wenn der Schlaf den Menschen flieht und der Mensch liegt, dumm die Beine ausgestreckt auf dem Bett. Und nebenan auf dem Tischchen tickt die Uhr und der Schlaf flieht vor der Uhr. So kommt es dem Menschen vor, als gähne vor ihm ein riesengroßes schwarzes Fenster und als müsse zu diesem Fenster seine dünne, graue Menschenseele hinausfliegen, während der leblose Körper, dumm die Beine ausgestreckt, auf dem Bett liegen bleibt und die Uhr tickt mit ihrem durchdringenden leisen Ticken. Eben ist noch ein Mensch eingeschlafen. Und in diesem Augenblick schlägt das riesengroße und vollkommen schwarze Fenster zu.
Thank you.
Oh, God.